made of. Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi 5 Paper Jam Bros. Featuring Crush 4589. Mann, oh Meter, nach einem heftigen Bosskampf gegen König Bob Omb haben wir es nun endlich wieder zurück in Bowsers Festung geschafft, dank der gewaltigen Papiertodtreppe, welche uns zur fliegenden Festung bringen konnte. Und jetzt... Oh! Natürlich hat sich die Festung nicht nur äußerlich verändert, sondern auch neue Gegner sind am Start. Die kennen wir aus der New Super Mario Bros. Reihe. Diese mächtigen Klitschkos. Wow, was zum Teufel! Das war ein gewaltiger Shoryuken. Und der hat Luigi einfach fliegen geschickt. Mann! Nicht nur die Angriffskraft ist höher, sondern auch diesen... Klasse, jetzt kann ich keinen Paar-Attack ausführen, weil er einfach Luigi sonst vorhin geschickt hat. Du Spast! Das macht sie natürlich noch wütender und steigt natürlich noch deren Angriffskraft. Alter! Wo sind Mario und Luigi jetzt hin? Mann! Ja, diesmal nicht, ne? Boah, ey! Da kann man doch nicht mal ausweichen! Das ist ja heftig! Die hindern einen total daran, dass man dann ein paar Attacken einsetzen kann. Na, warte. Papiertod-Seilakt. Okay. Gucken wir uns das mal an, wie das funktioniert. Bestimme den Schiebepad die Richtung, in der du auf den Schienen entlang schlitterst. Sei präzise. Kommst du vom Pfad ab, geht die ganze Attacke in die Hose. Und dann auf ihn zurollen, ne? Lücken im Pfad kannst du durch Drücken von A überspringen. Steuere am Ende des Pfades mit dem Schiebepad direkt auf den Gegner zu. Okay, das übe ich mal schnell. Gucken wir uns das mal an. So. Dann mal los. Ich bin ja schon ein bisschen vom Pfad abgekommen. Boah, wie soll man das denn machen? Wie soll ich denn da mit navigieren? Alter. Reicht das so? Nee. Hä? Das ist ja eine heftige Attacke. Wie soll man das denn hinbekommen? Wie soll ich denn da bitte schon perfekt navigieren können? Boah, das ist ja echt schwer. Wie soll man denn da perfekt navigieren? Was erwartet man da bitte schön von uns? Und? Ja, wie soll man das denn machen? Wow! Ich weiß, man kann den Schiebepit bewegen, aber... Hä? Ja, das... Wenn ich mal lenke... Okay. Moment, ich muss das vielleicht ganz so ruhig angehen da. Wie soll ich denn da hinlenken? Wie soll denn das gehen? Oh, jetzt bin ich aber besonders schnell. Das ist gut. Ja, die Attacke ist jetzt besser, weil ich schaff's trotzdem nicht perfekt hinzubekommen. Das ist ja schwer, ey. Mann, also ich glaube, diese Attacke kann ich schon mal vergessen, ey. Ich weiß ja nicht, wie ich da... Ah, Moment. Ich weiß ja nicht, wie ich das da perfekt durchführen kann. Wie soll ich denn da auf dem Pfad bleiben? Guck sich das einer an. Ja, wie soll man das denn schaffen hier?
Nee, ich glaube, diese Attacke werde ich nie im Leben beherrschen. Das ist doch verrückt. Ja, guckst du das... guckst du das an? Das ist doch fast gar nicht durchführbar, weil ich lenke ja dazwischen. Aber da muss man präzise timen hier. Wie soll man denn hier eine Ideallinie gewinnen? Ich schaff's nur maximal gut, aber mehr auch nicht. Wie soll ich denn da bitte schon navigieren? Perfekt. Ja, sieh mal an, wie geht das bloß? Moment. Ja, guckst du das an, das wird nichts. Das wird einfach nichts am Ende. Ich kann nicht genug Geschwindigkeit aufbringen. Das bringt also nichts. Das bringt nichts. Ich kann nicht die volle Stärke der Attacke ausnutzen. Das ist doch verrückt. Wie soll man das denn bitte schon schaffen? Ich gebe da mein Bestes, aber das funktioniert ja irgendwie nicht. Da muss es ein Geheimnis geben. Ja, schau. Mann, wenn ich da jetzt mal lenke, dann... Wie soll ich denn das hinbekommen? Ich komme da jetzt mal von der Ideallinie ab. Oder soll ich da ganz ruhig drücken? Moment mal. Vielleicht... Darf ich nicht so schnell da umlenken? Ja, schau an, ich wurde schon immer schneller. Bin ich richtig schnell gewesen. Aber es reicht trotzdem nur für ein Okay. Das ist doch ein Wahnsinn. Ein letztes Mal versuche ich es noch und wenn ich es dann nicht hinbekomme, dann lassen wir das, ne? Nee. Ja, das bringt nichts. Ich kann nicht auf der Ideallinie bleiben. Obwohl, jetzt geht's ganz gut. Aber es war nur das Ende. Das war schon super. Ich weiß nicht, wie man da genau steuern muss, damit das da wirklich perfekt hinbekommen kann, weil das ist verrückt. Ich versuch's trotzdem jetzt mal so. Das ist wirklich die schwierigste Paar-Attacke überhaupt. Ich lenke doch! Der Portal ist abgebremst. Es bringt nichts. Der Tag ist alles andere als gut. Aber trotzdem hat das gereicht, um die zu killen. Das war schwierig. Vor allem, die täuschen auch noch so gemein an. So viel zu Möchtegern, Klitschko. Die Typen hab ich deutlich unterschätzt. Ja? Leider haben die einiges drauf, diese Boschis. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Vielleicht treffe ich sie erstmal nur normal an. Ich will jetzt nicht so viel BP bei dem verschwenden. Oh oh. So, die Karten werden neu gemischt. So, sorge dafür, dass ich mehr Sternpunkte wieder zurückbekomme. Versuchen wir es nochmal mit dem Toadseil-Akt. Das ist aber sehr schwer durchzuführen. Aber vielleicht irgendwann früher oder später beherrsche ich denn diese Technik schon. Ja, ach! Wie soll ich das denn machen? Ich lenke doch dorthin. Mache ich das... lenke ich da vielleicht zu viel oder was? Oh, das ist doch echt nicht zu fassen. Ich habe eine ziemlich problematische Attacke gefunden. Weil mit denen geht es ja.
Aber diese Papiertod-Salakt, das ist verrückt, die Attacke. Oh je, jetzt kommt er. Oh ja, natürlich auch noch mit den gottverdammten Fass. Deutliche Anspielung erkennbar. Und Rangaufstieg für Mario! Von Blatt auf Sternenrang, der vorletzte Rang. So. Sternpunktlimit plus 10. Könnte ich machen. Wow, 200%. Ich denke, was? Kraft und Glück? Treffer verursachen doppelten Schaden. Wirksamkeit von Heil-Items. Kämpfen. Oh shit. Locker, Brüder. Trio und paar Attacken kosten nun. Mann. Kampfkarten, Sonnengebot, Einzelkasten, ein Sternpunkt weniger. Oh Mann, Schnell-Item. Den Einsatz ein. So im Zug. Den zweiten Item ist aber wirklich Schluss. Ja, okay. Nee, ich nehme. Boah. Pilzgummi. Ja, die anderen haben auch diese. Die anderen haben das auch so ausgewählt. Oh mein Gott, wie viele braucht man da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 weitere Level. Bis zum nächsten Rang. Aber ob ich es bis dahin noch so weit schaffe? Ist eine andere Frage. Ich glaube jetzt fast eher nicht. Also Mann, wenn diese Gegner schon jetzt so heftig sind. Hm? Was? Da gibt es jemanden, der Hilfe benötigt. Oh Mann. Oh oh. Na, das ist leicht auszuweichen. Das ist kein Ding. Ich meine, ich nutze Pilze auch leider Gottes nur selten. Naja, aber kann er welche verwenden, ne? Ein Wunderpilz. Schauen wir mal. Ey, also für sich selber? Also man kann nicht einfach dazwischen heilen? Okay, probieren wir das mal aus, ob das wirklich Erfahrung bringt. Anscheinend nicht so wirklich. Naja, sei es drum. Todsalakt. Versuch. Der nächste Versuch. Ah, was für eine schwer durchfahrbare Attacke. Nein, ich habe doch A gedrückt. Nein, zu spät. Ah. Ach, Ballonplatzer. Boah, diese Attacke, ey. Diese Attacke ist wirklich einfach auszuführen. Da schafft man immer ein Exzellent. Das ist wirklich mit der anderen Attacke wirklich ein deutlich anderes Problem. Oh, weia. Jetzt geht's wieder los. Oh nein. Alter! Ja, da schickt er einen wirklich fliegen. Die schleudern einen einfach weg. Ich kann einfach nicht keinen genauen Rang ausmachen, wann diese Spasten attackieren. Ah. Luigi, komm bitte zurück. Ja. Tatsächlich, also bekommt mehr Erfahrungspunkte. Aber ich hätte nicht Mario geben dürfen. Der hat eh schon die meisten Erfahrungspunkte von allen bislang gesammelt. Wer ist das denn? Ich kann gerade nicht erkennen, wer das ist. Was zum... Oh, wow. Wo sind wir denn da runtergefallen? Au! Elektrisch geladen. Kostet das... Nein, das schadet uns nicht. Ich dachte schon, dass wir da auch auf dem Felde Schaden erleiden könnten, also außerhalb des Kampfes. Ah, diese verflixten Drecksgegner.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eieiei. Jedes Mal, wenn sie angegriffen werden. Ich versuche noch ein weiteres Mal den Todzahlakt. Irgendwann muss ich den doch beherrschen können. Ja, war okay, mal wieder nur. Das ist echt schwer durchführbar, diese Attacke. Wenn ich bloß wüsste, wie ich das am einfachsten einsetzen kann. Also wie ich das, was ich jetzt wirklich genau einsetzen muss, weil ich meine, ich lenke ja immer mit der Linie. Ich weiß ja nicht, wie ich da genau nachgehen sollte. Das ist echt schwer. Jetzt frage ich mich, was dieser Knopf hier eigentlich bringt. Drück mal, ne? Aha. Okay, das bewirkt irgendwas. So, und jetzt können wir mal uns hier ein bisschen umgucken. Noch einer. Oh, weia. Was ist das hier? Bam! Eine Papierversion natürlich, die gibt's auch noch. Und Sombrero Guy, natürlich! Was? Der verschwindet einfach wieder? Und wozu dann der. Ich soll das nicht hinterfragen. Ich sollte diese Gegner jetzt gar nicht mal zum Angreifen lassen, also zum Angreifen kommen lassen. Sondern gleich besiegen. Also ein paar Koopalingen-Kämpfe, auf die kann ich mich auch schon mal einstellen. Ach je. Sehr gut. Jawoll. So, dann brauchen wir noch ein paar Sprünge und dann war's das für dich. Zweimal toll hintereinander. So, jetzt darf sich auch Luigi über ein Level, also einen Rangaufstieg freuen. Star Rank. Verdoppelte Wechselkeit von allen Items in Kämpfen. Und ich glaube, ich sollte das Sternpunktlimit lieber erhöhen. So. Oh yeah. Passt. Gut, so viel mal zu dem hier. Hier kommen wir nur rüber, wenn wir diesen Block aktivieren. Und dazu müssen wir jetzt dieses Rätsel bestreiten. Was sagt er? Shit! Hey, ich wollte noch das Shit lesen. Hör mal langsam. Instruktionen für Schergen. Gelbe Platten drehen man durch Springen mit A, B und Y. Blaue Platten springt man mit X. Aus Kostengründen empfällt das Springen zu Privatzwecken. Okay. Ja. Ach so! Muss es gleichzeitig tun. Oh nein, das sind wieder diese. Ich weiß, was das ist. Alter, nein! Die guten alten Schiebeplattformen. Jump'n'Run-Einlagen vom Feinsten. Oh weia. Das kann noch heiter werden. Oh, nee. Nein, das lassen wir mal schön bleiben. So. Trio Shuriken.
Machen wir sie kalt. So. Voll einen auf die Mütze geben. Ja, diesen Tod-Attacke werde ich wahrscheinlich nie beherrschen können. Deshalb werde ich sie dann versuchen, dann zu meiden und dann lieber mich auf die anderen Attacken zu konzentrieren. Vielleicht bekommt das schon eine andere, bessere Spezialtechnik, mit der ich dann gegen die Bosse antreten kann. Das wär's doch. So. So. Ah! Nein! Oh, zum Glück fängt man hier wieder an. Da ist ein Checkpoint. Oh, je. Ich muss mich erst in Position bringen. Mann. Okay. Okay. So. Und wo lang jetzt? Gibt's hier vielleicht ein... Boah, das war knapp. Ah, die Knöpfe sind auch wirklich da blöd belegt, dass man die alle da drei gleichzeitig drücken muss. Hä? Oh nein! Ach, ich bin blöd. So. Okay. Der nächste Knopf. So. Zwei hin, zwei im Sinn. Damit hätten wir das schon mal geschafft. So. Aber hier gibt's ja noch was. Wie komme ich denn da hin? Gibt's denn nicht hier noch irgendwas? Oder wofür ist das hier gut? Wie komme ich denn jetzt auf die andere Seite da rum? Ich müsste doch irgendwie eine Abkürzung erschaffen können. Ups. Ah, Spitze. Ach so, hier. Ja. Blindschleiche, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Augen aufgesperrt. Sorry dafür. Passiert mir leider immer wieder. Das kennt man ja bei mir nicht anders. Wundersirup. Und Coins bis zum Abwinken. Mann, ob wir das Geld auch mal jemals wieder ausgeben? Eins muss ich hier schon sagen. Man leidet mit der Zeit überhaupt nicht an Geldknappheit. Man wird hier mit Geld nur, man wird hier nur mit Kohle zugeschüttet. Das ist schon der Wahnsinn hier. So. Nö, 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 nicht. Versuch's jetzt mal mit normalen Attacken. Vielleicht kann ich's irgendwann schaffen, mal deren Angriffsmuster ein bisschen zu studieren, dass ich irgendwann das Timing hinbekomme. Vielleicht muss ich auch ein bisschen mitzählen. Aber wer weiß, ob die da nicht völlig random attackieren. Immer noch am Leben. Oh oh. Was zum... Alter! Mann! Ach! Das ging ja wieder brutal in die Hose. Na schön, beenden wir es mit Brossblume. Ja. So, weggeburnt. Es ist echt nicht einfach abzuwehren. Oh man. So. Kommt man da rüber? Ich will es jetzt gar nicht ausprobieren.
meine, da landet man eh nur auf dieser einen Stelle wieder. Hm. Ich hoffe doch stark. Ja. Ich bin jetzt ganz woanders. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht. Ich wollte gerade sagen, ich darf der Stadt, dass jetzt nicht wieder die Gegner da gerespawnt sind. Eieiei. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boah. Das ist schon heftigst hier. Heftig, deftig. Na ja, stimmt. Ich vergesse das immer. So, versuchen wir es mit dem Hammer. Naja, der macht kein... Der macht... Nur kaum mehr Schaden. Oder... Also... Weniger Schaden. Mann! Ah! Was zum... Ja, woher soll ich denn das riechen? Oh Mann. Zu früh. Eieieiei. Er darf dann Luigi auch mal ran. So, endlich ist dann mal der eine weg. Oh Mann. Ach. Ja, wann kommt denn Luigi wieder zurück? Ja, scheiß drauf. Ach. Wann stirbt er endlich mal? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Armer Luigi wird ja total aus dem Kampf ausgeschlossen. Der muss ein richtiger Luigi... Das waren jetzt richtige Luigi-Hater, aber eindeutig. Verflucht sollen sie sein! Ja, jetzt reicht's mir. Nimm ich mal halt wieder Sirupe, damit ich halt wieder Spezialtechniken verwenden kann. Ist mir jetzt egal dann. Ich hau jetzt einfach wieder auf die Kacke bei denen. Ist mir jetzt komplett wurscht. So. Schalter Nummer 3. Einer fehlt noch. Den holen wir uns auch noch. Ja. Eine Goldstatue? Oh Mann. Ich weiß, was die jetzt kann. Hm. Kein Zweck kann er mehr laden. Zu Münzen gemacht werden. Hm. Steigert auch Werte. Ja. Bringt aber nicht viel. Teamabzeichen ist besser dran in der Situation. Oh, ich habe neue Stiefel. Fällt mir auch erst jetzt auf. Und eine neue Hose. Die Eisenhose. Ah, sehr gut. Steigert Verteidigung und Geschwindigkeit. In dem Falle, Mario, für dich. Hm. Oh, die Reflexhose Plus, die gibt noch zusätzliche Geschwindigkeit bei Luigi. Na denn? Hier. Okay. Das passt. Gut, wir sind gut ausgestattet. Color-Hose steigt der DKP, aber das bringt mir nichts, als Verteidigung und Bart wieder absinkt. Ja. Nee. Im Moment haben wir vielleicht bessere. Was? Was ist da noch Neues dabei? Die Goldstatue. Ja, die haben wir schon gesehen, ey. Hm, Panzerhandschuhe. Auch Stahlhandschuhe irgendwo haben. Ja, aber nur einen einzigen. Und den hat gerade Mario. Ich hoffe, beim nächsten Laden kann ich mir da noch einen kaufen. Die Goldstatue werde ich dann verkaufen. Die soll ja auch Werte steigern, aber nee. Hm. Bin mal gespannt, wie viele Münzen die bringt. Wahrscheinlich 10.000, ne? Das wär's noch. So. Ballonplatz A. So.
Jetzt. Ja. Nein! So ein Mist, ey. Am Ende noch verkackt. Ach, shit. Ah. Das wollte ich jetzt nicht, dass das passiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Immer noch am Leben. Ja, leider. Und jetzt geht's los. Nein, die greifen doch nicht an. Todsalakt, probieren wir es halt nochmal. Vielleicht kriege ich das ja irgendwann hin. Vielleicht weiß ich dann ja, was ich hier genau machen muss. Nee. Nee, 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 nee. Was war da jetzt wieder los? Ja, was soll das? Der bleibt dann einfach stehen. Boah, wie soll ich denn darauf reagieren? Ich muss mal zählen. Vielleicht sollte ich zählen, bis das... deren... Ach. Dass ich weiß, wann sie attackieren. Jetzt muss Luigi das ganz alleine regeln. Das hasse ich bei denen. Paper Mario kann da nicht ausweichen. Wenn die da diesen scheiß Antäuschungsangriff machen, dann kann man nicht mehr ausweichen. Mopsy, das ist er! Oh, hohoho. Das trifft sich gut. Eine neue Special Attack könnte ich jetzt gut gebrauchen. Na schön! Aber den werden wir uns dann im nächsten Part vornehmen. Und wie immer gilt es, ja, wenn es trotz dieser Fails gefallen hat, dies bitte zu unterstützen, mindestens einen Daumen nach oben, dann sind wir wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush4Fake89. Boah, ich hoffe, ich kriege vielleicht die Attacke während des LPs noch auf die Reihe, weil das ist doch Wahnsinn, ey. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Weil das ist doch verrückt. Ich habe da jetzt mal gar nichts gedrückt oder nur nach rechts und nach links. Ich weiß nicht genau, wie ich da vorgehen soll. Weil ich komme da erstmal aus der Bahn. Leider Gottes. Ich schaffe es nicht, keine Ideallinie zu kreieren. Naja, wir werden sehen, wie das noch wird. Naja, danke jedenfalls fürs Gucken und auf Wiedersehen und tschüss und bis zum nächsten Part von Let's Play Mario & Luigi 5 Paper Jam Bros. Also ciao.